Wir starten jetzt hier zu unserem Tauchgang. Wir wollen ja 24 Stunden unter Wasser bleiben. Das wird auf jeden Fall ziemlich krass. Ich habe euch schon ein bisschen Respekt vor der ganzen Sache. Wir nehmen euch jetzt in dem Video ein bisschen mit. Einfach so, zeigen euch behind the scenes, wie es läuft. Wir laden jetzt erstmal ab. Wir wollen ja eine Videoübertragung haben von in dem U-Boot nach draußen. Das ist gar nicht so einfach, weil unter Wasser halt kein Funk funktioniert. Deswegen haben wir uns diesen professionellen Schwimmer hier gebaut. Da ist eine Funkstrecke drin und die funkt dann rüber zu unserem Zelt und da haben die drin die Videoübertragung. Ich teste jetzt mal, ob der überhaupt schwimmt. Was macht meine Tochter da drin? Die lötet noch ein bisschen. So, Daniel fährt jetzt das U-Boot hier raus. Er wird jetzt erstmal alleine drin sein und den Test machen. Ich würde sagen, los geht's. Boah. Nee, vorne ist undicht. Übel. Ja, das kommt wieder raus. Leider ist die Dichtung oben immer noch nicht dicht. Das müssen wir leider irgendwie reparieren. Unser Hauptproblem war jetzt, dass hier oben in dieser Dichtung ein Riss drin ist. Den kann man mit fast nichts kleben. Wir haben da jetzt so einen Spezialkleber drauf gemacht und hoffen, dass es jetzt dicht ist. Wir gehen gleich jetzt nochmal rein und gucken, ob es funktioniert. Also da ist echt viel Wasser reingekommen. War nicht so geil. Nach dem Abdichten haben wir direkt ausprobiert, ob es jetzt wirklich dicht ist. Nachts zu tauchen ist echt ganz schön gruselig. Während hier ein hochprofessioneller U-Boot-Test stattfindet, sind hier zwei andere Kandidaten dabei, ihr sportliches Training zu absolvieren. Die Klebestelle war tatsächlich dicht, allerdings ist durch die Dichtung noch ein bisschen Wasser reingekommen, weil die Spanner nicht genug angezogen waren. Hallo Freunde und herzlich willkommen beim Behind the Scenes. Also wir bauen jetzt hier das Zelt auf gemeinsam. Die Jungs sind noch nicht da. Max ist am Start. Das hier, meine Freunde, ist der arschkalte See. Sehr schön, Daniel. Weg damit. Scheiße, weg. Einfach. Wir geben der Natur zurück, was die Natur ist. Wir haben jetzt hier diese kleinen Dinger, wo die Luke gespannt wird. Haben wir nachgezogen. Ja, dann sollte es jetzt eventuell besser funktionieren. Ich hoffe es. Hey, Sinan, schieb mal das U-Boot ins Wasser. Nur dank den Handschuhen klappt. Sinan, Treffer. Ja, ich versuch's. Gleich hast du es drin. So, das Wasser kommt und es kommt null Wasser rein. Das ist eine Premiere. Es ist einfach dicht. Boah, es ist geil. Wir sind jetzt schon dauernd hier. Das ist echt so nice. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir uns fertig für 24 Stunden. Boah. Ey, das war einfach gerade maximal perfekt, weil unsere Akkus sind in diesem Moment leer geworden, wo wir an Land gekommen sind, wären wir jetzt 2 Meter weiter draußen, dann hätten wir schwimmen müssen. So, wir sind jetzt hier gerade in der Schallzentrale und die spannende Frage ist natürlich, werden die Jungs es schaffen, 24 Stunden im U-Boot zu bleiben? Jetzt müssen natürlich alle Freunde auch einmal Wetten abschließen und sagen, was sie denken, wie lange das U-Boot unter Wasser bleiben wird. Ich als alter Pessimist sage, dass die Jungs bereits das erste Mal nach einer halben Stunde wieder auftauchen. Ich sag 13 Stunden. Und dann sind sie wieder oben. Aber du sagst nicht 24, schaffen die nicht? Nee, 24 ist schon, glaube ich, kalt da unten. Ich glaube ehrlich gesagt nur 6 Stunden. Warum 6? Was Johannes gerade erzählt hat, was die Tests schon ergeben haben, klingt jetzt nicht so vielversprechend. Aber mal schauen, vielleicht schaffen sie wirklich 24 Stunden. Also ich sag mal, 24 Stunden packen wir. Ja, ich meine, wenn wir 10 Stunden packen, packen wir auf 24 Stunden. Also die 24 Stunden schaffen wir auf jeden Fall und dann tauchen wir sofort auf. Sofort? Genau, weil wir keinen Bock haben, länger unter Wasser zu bleiben. Ob wir es geschafft haben, wirklich die 24 Stunden da drin zu bleiben. Das seht ihr auf jeden Fall in dem Video auf unserem Hauptkanal. Wir haben jetzt noch ein paar kleine Fakten für euch, für alle, die technisch interessiert sind. Einmal, wie viel Atemkalk wir verbraucht haben. Da ist noch ein bisschen was drin. Ich würde sagen, so 16 Liter haben wir wahrscheinlich verbraucht. Außerdem haben wir 200 Euro an reinem Sauerstoff eingeatmet, weil diese kleinen Flaschen so verdammt teuer sind. Davon haben wir jetzt insgesamt 3 Stück gebraucht. Ich hoffe, euch hat das Behind the Scenes Video gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schreibt uns mal in die Kommentare, was für Videos ihr hier noch sehen wollt. Tschüss! Ciao. Das U-Boot-Projekt hat ein würdiges Ende genommen. Daniel steckt mit dem U-Boot fest im Sand. Aber wir haben Jeep am Start. Es beginnt Jeep versus U-Boot.